Freunde, was geht ab? Heute im Test das Show of 20 von GBV Veko. Das ist ein kleines Verbundset, also sind Fontänen drin, sind Batterien drin, Heuler, Batterien, Raketen. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, schauen wir uns das mal an und dann sehen wir weiter. So Freunde, da sind wir. Das ist das kleine Show of Set. Wir haben hier in dem schwarzen Karton 4 Raketen drin. Problem ist nur, ich habe mal versucht rauszuholen, aber es klemmt. Ich will jetzt den Karton nicht kaputt machen, weil ich es gleich wieder zusammenpacke. Schauen wir uns dann draußen mal an. Wir haben hier die Show of 33, eine ganz leichte kleine Fontäne. NEM technisch 15 Gramm. Also wirklich leicht. Genauso wie auch die Show of 29, ein bisschen dicker, aber auch sehr leicht. Also alles so Leichtkaliber, schon sehr leichte Sachen. Die zwei sind auch sehr, sehr leicht. Also insgesamt haben wir hier in dem Set 4 kleine leichte Fontänen. Die sind hier. Dann haben wir 3 8-Schuss-Batterien, Show of 1, 2 und 3. Und dann haben wir hier noch eine Heuler-Batterie, 88 steht drauf, mit 100, also Show of 88, mit 154 Schuss. Da würde ich mal sagen, schauen wir uns das mal draußen an, wie es so ist. Und ich glaube, preislich waren wir bei, lasst mich lügen, 18 Euro. Und dann schauen wir mal an, ob das sich das lohnt für den Preis oder nicht. So Freunde, wir fangen an mit dem Show of 20. Da hier so wenig Licht ist, würde ich mal sagen, hier haben wir die Show of 29, so heißt die. Die kleine Fontäne. So, war die Show of 29 mit polnischem Akzent. So, dann haben wir jetzt hier die Show of, ich glaube, 33 steht drauf. So, wir machen weiter mit der nächsten Fontäne und zwar die Show of 28. Gleich mal aufhören. So, dann machen wir weiter mit der Show of 30. Ja. So, Show of 30. Da ist das hier im kompletten Block ist überall. Kann man das recht vermeiden? So, das war die Show of. Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal. So, wir machen weiter mit einer Heulbatterie. Das war die Show of 88.
Der lacht doch. So, dann machen wir mit den kleinen Zerlegerbatterien weiter, so wie es aussieht. Problem ist nur, dass wir hier ein bisschen schlechte Bodenverhältnisse haben. Ich habe es in Karton gepackt. Wir fangen an mit der Show of 3. So. Schauen wir mal, ob man das hier nicht umkippt. So, dann schauen wir mal. Wir machen weiter mit der, kann ich nicht lesen, Show of, ich glaube, 1. Stell scharf, Junge. So, machen wir weiter mit der Show of 2 theoretisch, die fehlt ja jetzt noch. So, jetzt haben wir noch die 4 Raketen, die noch fehlen aus dem Set. Aus dem Show of 20. Ah, Plops-Raketen. Schönes Orange. Aha. Da war was verkehrt. Und die letzte aus dem Set. Ja, Freunde, das war's. Also theoretisch für den Preis kann ich es noch empfehlen. Die Zerleger waren sehr gut für die kleinen Batterien. Mal schauen. Was zündest du da jetzt? Ja.